Dann machen wir jetzt noch AIDA. Wir möchten hier gerne auch darauf hinweisen, dass aktuell im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die AIDA im Schaufenster ausgestellt ist. Möglicherweise noch ein Artefakt aus der Zeit, wo es hier nur das Bundesministerium für Wirtschaft war. Aber wir halten es doch für sehr bedenklich, dass in Zeiten, wo es auch das Ministerium für Klimaschutz ist, nach wie vor die AIDA als ein Paradebeispiel für strotzende deutsche Wirtschaftskraft hier ausgestellt ist. Ich habe als Kind selber immer davon geträumt, einmal eine Reise mit der AIDA zu machen. Jetzt als Wissenschaftlerin, Vollzeitstelle, könnte ich mir das mit meinen zwei Kindern leisten. Aber ich bin der persönlichen Überzeugung, dass solche Formen von Luxusreisen, die einer mit dermaßen starken Treibhausgasemission und Lebensmittelverschwendung etc. einhergehen, nicht mit dem Pariser Abkommen, nicht mit den dort vereinbarten Zielen vereinbar ist. Dort haben alle Staaten der Welt unterschrieben, inklusive Deutschland, die größtmögliche Ambition an den Tag zu legen, die Treibhausgase zu emittieren. Aber zahlreiche Bereiche der heutigen Wirtschaft laufen business as usual weiter wie bisher. Es wird rein auf neue Technologien gesetzt und es muss in den Fokus rücken, dass Verzicht auf verschiedenen Ebenen, verschiedenen Facetten des Lebens notwendig ist. Und ganz sicherlich sind keine Reisen mit einem Kreuzfahrtschiff in der heutigen Zeit angebracht. Das kann sich nur ein Bruchteil der Weltbevölkerung leisten. 1% der Weltbevölkerung stößt den allergrößten Anteil an den weltweiten Treibhausgasemissionen aus. Und solche Aktivitäten müssen gestoppt werden. Deshalb möchten wir hier das absurde Beispiel der AIDA im Klimaschutzministerium ganz eindringlich hier bildhaft vor Augen führen.